Leute, wir müssen heute mal über Krieg sprechen. Allerdings nicht den Krieg, den wir die ganze Zeit in den Nachrichten mitverfolgen können und der haufenweise diskutiert wird, sondern den Krieg, der irgendwie nicht so richtig berichtet und noch weniger hinterfragt wird. Der Krieg gegen die Drogen. Der War on Drugs. Seit 50 Jahren läuft er und es sieht, vorsichtig gesagt, so aus, als hätten wir den verloren. Wobei man sich fragen kann, ob dieser War on Drugs überhaupt jemals zu gewinnen gewesen wäre. Denn das Ergebnis von 50 Jahren War on Drugs ist, es gibt Drogen immer noch überall. Gleichzeitig ballern die Regierungen der Welt haufenweise Steuergeld raus, um Dealer und Konsumenten zu verfolgen, zu jagen, wegzusperren. Jugendschutz im Bereich illegale Drogen gibt es natürlich nicht, weil das alles im unkontrollierten Schwarzmarkt abläuft. Und weil es ja im Schwarzmarkt abläuft, verdient der Staat auch keine Steuern. Plus das Geld fließt seit Jahrzehnten in Richtung großer internationaler Vereinigungen der organisierten Kriminalität, die mit diesen Milliardengewinnen wer weiß was anstellen. Das ist der War on Drugs. Supi. Nun scheint sich hier in Deutschland mit der Ampelregierung ja irgendwie vielleicht ein klein bisschen ein Umdenken einzuschleichen. Stichwort geplante Legalisierung von Cannabis. Aber gleichzeitig ruft dieses Vorhaben dann natürlich auch die, sagen wir mal, alten Kräfte wieder verstärkt hervor, die ein ums andere Mal zeigen, welche Argumente denn für den War on Drugs bestehen. Spoiler: keine. Und so wird die Debatte auch sehr, sagen wir mal, professionell geführt. Letzten Samstag war CSU-Chef Markus Söder auf dem CDU-Parteitag in Hannover und sprach hier unter anderem eben auch über die geplante Legalisierung von Cannabis durch die Ampelregierung. Diese findet er offenkundig ganz, ganz schrecklich und beschwor schon einmal das Horrorszenario herauf, dass dann womöglich danach auch härtere Drogen wie Crystal Meth freigegeben werden könnten. Allerdings sagte er nicht Crystal Meth, sondern bei Söder klang das dann so. Und Crystal Meth. Crystal Meth. Naja, das sorgte dann natürlich für einiges an Hohn und Spott in den sozialen Medien und könnte nach Cannabis ist kein Brokkoli, okay, wahrscheinlich der nächste Running Gag über die Kompetenz der Union in Sachen Drogen sein. In diesen Spott reihte sich dann auch der derzeitige Gesundheitsminister von der SPD, Karl Lauterbach, ein und schrieb auf Twitter: Trotz dieser vernichtenden Kritik von Markus Söder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Crystal-Meth-Konsum, zögern wir nicht. Zumindest die Vegetarier bleiben ungefährdet. Da hat er Lauterbach mal einen rausgehauen. Piu, piu, Shots fired. Dass er in seinem Tweet, in welchem er sich über die falsche Aussprache von Crystal Meth von Söder lustig macht, selbst Crystal Meth falsch geschrieben hat, naja, lassen wir mal durchgehen. Wer jetzt allerdings denkt, Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht dadurch, dass er ja für die Cannabis-Legalisierung ist, auch irgendwie generell kritisch dem War on Drugs gegenüber, der hat wahrscheinlich zu viel Crystal Meth gegessen. Denn während er dafür ist, das illegale Gras legal zu machen, will er was anderes Legales jetzt illegal machen. Wahrscheinlich auch zu Recht. Es geht um das sogenannte LSD-Derivat 1V-LSD. Und hier haben wir wieder so einen schönen Irrläufer aus der Drogenverbotspolitik. Denn in einem Rechtsstaat ist ja grundsätzlich alles erlaubt. Und wenn etwas verboten werden soll, muss es unter anderem genau benannt sein. Das führt dann dazu, dass es dann halt eine vom Gesetzgeber beschlossene, detaillierte Liste gibt, welche Stoffe denn alles verboten sind. Zurzeit unter anderem halt Stoff THC oder eben Stoff LSD oder die ganzen anderen chemischen Formeln von Kokain, Amphetamin, dies, das, jenes und so weiter. Ihr wisst doch, was ihr da am Wochenende immer kauft. Nun ist es mittlerweile aber wohl immer einfacher möglich, in irgendwelchen Laboren die chemische Formel eines illegalen Drogenstoffes leicht zu verändern. Dann wird aus LSD beispielsweise halt 1V-LSD und anders als LSD fällt 1V-LSD dann eben nicht mehr unter diese Liste der verbotenen Stoffe. Das muss dann der Gesetzgeber erst wieder im Gesetzgebungsverfahren in diese Liste aufnehmen. Das dauert allerdings ein bisschen und bis es soweit ist, ist das sogenannte Derivat dann halt legal. Im Moment kann man also legal 1V-LSD verkaufen und kaufen. Sollte man aber wohl wahrscheinlich nicht machen, denn wie auch bei diesen ganzen anderen Cannabis-Derivaten, Spice und Pipapo, Drogen sind gefährlich. Aber immerhin gibt es mit den Grundstoffen trotz War on Drugs jetzt schon jahrzehntelange Erfahrung. Diese Derivate allerdings sind meist komplett neu und keiner weiß so richtig, was da abgeht. Ja, es wird wohl mindestens so ähnlich wirken wie LSD. Vielleicht aber auch viel krasser. Keine Ahnung, ballerst die rein, ist ja zum Glück legal. Jetzt könnte einen das alles vielleicht der Erkenntnis näher bringen, die wir schon Anfang des Videos hatten. Der Kampf gegen die Drogen ist gescheitert. Ist von vornherein gar nicht zu gewinnen. Und nicht nur kostet er Unmengen an Steuergeld, nein, er schadet sogar mehr, als er hilft.
gestreckte Drogen, kein Jugendschutz und eben auch diese womöglich noch hochgefährlicheren Derivate, die ja nur entstehen, weil der Grundstoff illegal ist und man dem Verbot so umgehen will. Da wäre der naheliegende Schluss, eigentlich zu erkennen, so geht's nicht weiter. Aber in unserer guten alten Bierzeltgesellschaft ist das wahrscheinlich nicht so gut zu verkaufen. Und deswegen macht man dann halt einfach weiter wie bisher. Auch Karl Lauterbach. Denn aus dem Gesundheitsministerium gibt es jetzt den Plan, das Derivat 1V-LSD in die Liste der verbotenen Stoffe aufzunehmen. Ist ja auch gefährlich. Aber weiter wird nicht gedacht. Und wie nach jedem großen 50 Tonnen Drogenfund der Polizei, wird durch dieses Verbot natürlich endlich für Sicherheit und Gesundheit der Bürger in Sachen Drogen gesorgt. Oder aber es kommt dann halt einfach das nächste LSD-Derivat auf den Markt, was noch ein klein wenig weiter weg vom eigentlichen LSD ist, was noch weniger einschätzbar und damit womöglich noch gefährlicher ist, aber halt legal, weil man das Verbot kurzzeitig umgangen hat. Das ergibt einfach alles so viel Sinn. Aber ganz ehrlich, anstatt in seiner drogenfreien Traumwelt in der Realität zu leben und dort vielleicht wirklich was für die Volksgesundheit zu tun, das ist doch wirklich nicht so wichtig.